Koordinatorin der weißrussischen Anti-Atom-Kampagne. С первого взгляда кажется, что нет никакой связи между Гранау и Белоруссией и, в общем-то, как бы теми проблемами, которые есть в наших местностях, потому что в Гранау есть обогатительное производство, а в Беларуси вообще никогда не было атомной станции. Und zunächst sieht es so aus, als gäbe es eigentlich überhaupt keinen Anknüpfungspunkt zwischen Gronau und Weißrussland, denn Gronau hat ja eine Urananreicherungsanlage und Belarus hat noch nicht einmal ein Atomkraftwerk. Но на самом деле такая связь есть, потому что жители Беларуси сейчас, как и вы, жители, пострадавшие от Чернобыля и страдающие от онкологических заболеваний, других заболеваний, вызванных Чернобылем, столкнутся с опасностью атомной индустрии, которая разворачивается в нашей курортной зоне. Aber gerade die Menschen von Belarus, und Belarus ist immerhin das Land, das am meisten unter den Folgen von Tschernobyl leidet, so viele kranke Menschen, die es gibt aufgrund von Tschernobyl. Und diese Menschen leiden nicht nur unter den Folgen von Tschernobyl, sondern diese Menschen haben inzwischen auch wieder vor Augen ein neues Atomkraftwerk, das bei uns im Land gebaut werden soll. У нас атомную станцию строит Россия, строит ее совсем близко от литовской границы. И эта станция обещает быть очень небезопасной, поскольку она строится с огромным количеством очень серьезных нарушений, нарушений международного и национального законодательства и технических норм, что самое страшное. Und so ist bereits der Baubeginn ist bereits gewesen. Ein Atomkraftwerk in der Nähe zu Litauen, in einem wunderschönen Naturschutzgebiet, wird gebaut mit russischem Geld. Und es ist auch ein besonders gefährliches Atomkraftwerk, weil eben bei diesem Atomkraftwerk eben auch viele nationale und internationale Vorschriften verletzt werden. Наши власти совместно с российскими подрядчиками стараются эти нарушения не то чтобы скрывать, а просто говорить о том, что их нет, и, скажем так, обманывать не только белорусское население, не только белорусских граждан, но и европейцев. Und unsere Machthaber gemeinsam mit den russischen Auftragsnehmern versuchen nun alles, um dieses Projekt zu verharmlosen und begehen auch viele Lügen in ihrem Kontakt mit den Europäern. Например, они говорят, что на нашей экспериментальной АЭС, ну, такой АЭС, как у нас, не было еще нигде построено. Будет настолько все безопасно, что если произойдет тяжелая запроектная авария, то действие этой аварии ограничится 3 километрами. Also zum Beispiel sagen eben unsere Behörden, dass dieses Atomkraftwerk und dieser Typ von Atomkraftwerk, den gibt es noch irgendwo in der Welt, ein funktionierendes Modell. Sie sagen also, wenn in unserem Atomkraftwerk aber ein Unfall passieren sollte, dann würde der im schlimmsten Fall würde er eine Gegend mit einem Radius von 3 bis 4 Kilometern betreffen. В то время как норвежские исследования, норвежские и австрийские, показывают, что это расстояние будет 1200 километров. Aber norwegische und österreichische Wissenschaftler nennen eine ganz andere Zahl. Die sagen, sollte es zu einem Unfall in diesem belarussischen Atomkraftwerk kommen, dann wird ein Personenkreis, eine Gegend in ungefähr einem 1200 Kilometer Radius um dieses Atomkraftwerk herum Schaden leiden. В то же время от нашей атомной станции до немецкой границы меньше 800 километров. Von unserem Atomkraftwerk zur deutschen Grenze sind es weniger als 800 Kilometer. Нарушения, которые совершаются при строительстве атомной станции, настолько серьезны, что в них трудно поверить. Und die Verletzungen der Vorschriften beim Bau dieses Atomkraftwerkes sind teilweise so krass, dass man es eigentlich gar nicht für möglich halten würde. Например, я приведу такой пример, что котлован для атомной станции выкопали и заливают первый бетон без проекта. Also bei этой станции. Die Baugrube, die wurde also ausgehoben und auch mit Beton gefüllt, ohne dass überhaupt der Bauplan fertig ist. Проект станции обещают выполнить только в 2013 году и тогда же провести его согласование, и тогда же получить лицензию. И строительство у нас идет полным ходом, а чиновники говорят, что это никакое не строительство, а что это только некие подготовительные работы. Und der Bauplan wird erst im Jahr 2013 vorliegen, aber während der Bauplan noch gar nicht vorliegt, hat man schon mit dem Bau der Baugrube, Aushebung der Baugrube begonnen, hat man schon mit dem Befüllen, mit dem Einpumpen des Betons begonnen. Und unsere Behörden sagen, ja, was habt ihr denn? Hier wird ja kein Atomkraftwerk gebaut, das sind ja nur vorbereitende Arbeiten.
Нам очень трудно влиять на этот процесс, потому что белорусские власти совершенно не считают нужным обращать на нас внимание. Они даже откровенно преследуют тех людей, кто выступает против атомной станции. Aber es ist uns innerhalb des Landes auch sehr, sehr schwer, hier wirklich echten Widerstand zu leisten, weil wir haben unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen arbeiten, wir werden auch von den Machthabern verfolgt. Людей запугивают, арестовывают, обыскивают, и, собственно, многие из них бросают борьбу, но не все, конечно, у нас большой круг организаций, и людей, и граждан, которые продолжают бороться. Die Leute werden eingeschüchtert, man macht ihnen bei ihnen Hausdurchsuchungen, einige werden auch verhaftet und dadurch werden viele auch abgeschreckt. Also glücklicherweise werden nicht alle abgeschreckt, wir werden diesen Kampf weitermachen, aber viele werden eben durch diese Maßnahmen der Behörden abgeschreckt. Поэтому для нас очень важна международная поддержка, поддержка наших коллег в других странах, информирование других стран о наших проблемах, потому что когда такая информация становится гласной, власти перестают быть такими наглыми и так откровенно преследовать людей. Und deswegen ist uns eben sehr wichtig die internationale Unterstützung. Uns ist sehr wichtig die Unterstützung unserer international arbeitenden Kollegen. Denn wenn wir diese Unterstützung haben, dann werden die Herrschenden erstens einmal nicht mehr so dreist lügen und uns auch nicht mehr so einfach Repressalien aussetzen. И кроме всего прочего, Беларусь подписала конвенцию ESPA об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, которая обязывает ее обсуждать вопрос строительства своей атомной станции с затрагиваемыми странами, в частности с Германией. Und Belarus hat nun die ESPO-Konferenz unterschrieben, ESPOO wird das geschrieben. Und diese ESPO-Konvention besagte, dass bei Großprojekten, die ökologische grenzüberschreitende Auswirkungen haben, das Land, das unterzeichnende Land, verpflichtet ist, mit seinen Nachbarländern über dieses Projekt sich zu konsultieren. Однако никакого диалога между белорусским и немецким правительством на тему атомной станции нет. Doch es gibt hier überhaupt keinen Dialog in dieser Frage zwischen den belarussischen und den deutschen Behörden. Однако комитет по осуществлению этой конвенции признал, что Беларусь нарушила Орхусскую конвенцию. Это значит, что обсуждение проекта белорусской АЭС в рамках конвенции еще не закончено. Und gleichzeitig hat aber die Kommission, die für die Überwachung der Einhaltung der ESPO-Konvention verantwortlich ist, diese Kommission hat festgestellt, dass Belarus zahlreiche Verletzungen begangen hat beim Bau des Atomkraftwerks. И мы очень надеемся, что немецкое общество как-то будет активно влиять на эту дискуссию, потому что в принципе, международные рычаги воздействия на наше правительство, если не на наше, то в том числе на российское, они могут быть более эффективны, чем внутренние. Und da hoffe ich sehr, dass auch gerade unsere deutschen Kollegen und die deutsche Gesellschaft diese Konvention auch als Anlass nehmen, als Hebel sehen, um einzuwirken auf die belarussische Regierung, auf die russische Regierung. Und der internationale Unterstützung ist oft wichtiger, ist oft zu mehr in der Lage als das, was wir innerhalb des Landes machen können. Ну и также с нашей стороны, со стороны белорусской антиядерной компании, мы хотели бы выразить солидарность с вашей компанией, которая направлена на борьбу с атомной индустрией. В общем, очень поддерживаем ее. Gleichzeitig möchte ich auch sagen, auch im Namen der belarussischen Anti-Atom-Kampagne, dass wir uns solidarisch erklären mit eurem Kampf gegen die Atomenergie, dass wir euch hier auch sehr unterstützen.